sitze hier ganz gemütlich, wie ihr seht. Warum? Weil ich möchte euch heute mal ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man auch im Sitzen seinen Beckenboden trainiert, aktiviert und entspannt, immer im Gleichgewicht. Und dass es nicht immer einer ganzen Stunde Kursstunde bedarf oder eine halbe Stunde von meinen Videos. Ihr könnt auch einfach mal zwischendurch für ein paar Minuten einfach mal euer Beckenboden spüren, erspüren lassen, einspannen und entspannen, dynamisches Beckenbodentraining machen. Also bleibt dran und nehmt euch einen Stuhl und auf geht's. So, und zwar, ihr sitzt am besten ein bisschen vorne rutschen. Der Stuhl sollte eine gute, harte Sitzfläche haben, also nicht jetzt hier so einen Sessel, so einen schönen barocken Thronsessel mit einem schönen Polster, sondern schon ein bisschen Härte, dass ihr hier eure Sitzbeinknochen spürt. Haltet mal hier eure Hände darunter und dann spürt man die Sitzbeinknochen schon. Und eure Füße abgestellt vor euch im rechten Winkel. So, wenn ihr eure Sitzbeinhöcker spürt, dann könnt ihr euch hier mal vorstellen, die Sitzbeinhöcker werden zueinander gezogen durch eure mittlere Beckenbodenschicht. Merkt ihr das auch unter euren Fingern, ja? Schaukelt mal jetzt zusätzlich noch ein bisschen nach vorne und zurück, Bauchnabel einziehen. Dann merkt ihr nämlich hier, wie die Sitzbeinhöcker zusammenkommen, wenn das Schambein nach vorne zieht, zusätzlich der Bauchnabel nach innen kommt. Ausatmen, einatmen, wieder schön großflächig sitzen, ein leichtes Hohlkreuz machen, langer Rücken, die Sitzbeinhöcker weichen auseinander. Kommt mal hier so in dieses Gefühl, weil die Finger nehmen wir nämlich gleich weg. Versucht auch einfach jetzt nur gerade zu sitzen und versuchen, die Sitzbeinhöcker näher zu bringen. Und lösen. Wenn ihr jetzt so mit dem ruhigen Sitzen nur die Sitzbeinhöcker zusammenbringt, dann ist es relativ statisch. Aber auch hier kommt eure Beckenbodenschicht in eine Anspannung. Insbesondere die mittlere, die an diesen beiden Sitzbeinhöckern aufgehängt ist. Informationen zum Beckenbodenwissen habt ihr auch in meinem Erklärungsvideo. Wenn ihr oben rechts diese Infotaste seht, könnt ihr zu diesem Video auch verzweigen oder schaut in meinem Kanal nach. Die mittlere Beckenbodenschicht hängt hier oder ist aufgespannt zwischen dem rechten und dem linken Sitzbeinhöcker. Und dadurch, dass wir hier eine Verkürzung vornehmen, dass die Sitzbeinhöcker sich annähern, kommt die Beckenbodenschicht in eine Anspannung. Einatmen, lösen, ausatmen. Anspannung. Und der Bauchmuskel arbeitet mit, indem ihr den Bauchnabel nochmal nach innen zieht. Und die Spannung wird nochmal stärker aufgebaut, indem ihr auch hier eure Füße in den Boden drückt. So, und jetzt können wir ein bisschen in die Bewegung kommen. Beugt euch mal so ein bisschen nach vorne. Wir nehmen jetzt mal die Hände weg. So, jetzt kommen die Hände auf die Oberschenkel. So, jetzt sind hier die Daumen in der Innenseite. Kommt mal hier so ein bisschen nach vorne gebeugt. Langer Rücken. Beckenboden ist schön lang, gedehnt, elastisch, locker. Sitzbeinhöcker weichen auseinander. Wenn ihr jetzt das Schambein nach vorne geht, gleichzeitig kommen die Finger jetzt in die Mitte. Drückt ihr hier gegen eure Innenseite, rundet euch im Rücken, ausatmen, Bauchnabel nach innen, kommen die Sitzbeinhöcker zusammen, das Schambein kippt nach vorne. Und die Finger wieder nach außen, Daumen in die Innenseite, hier seid ihr wieder geöffnet im Brustkorb, auch im Beckenboden und runden. Finger, Innenseite der Beine. Und lösen. Und runden. Ausatmen, Anspannung. Einatmen. Und ausatmen. Ja, eure Beine wollen zusammen, die Finger halten dagegen. Lösen. Nochmal Spannung aufbauen, indem ihr
die Beine zusammenbringen wollen, aber die Hände halten gegen. Und langer Rücken einatmen, lösen. Nochmal ausatmen. So, ja, kann man mal sehen, wie anstrengend das Sitzen sein kann. Und jetzt haben wir diese Vorwärts-Rückwärts-Ausrichtung gemacht, also nur nach vorne und zurück. Jetzt möchten wir uns einmal rundherum drehen und erstmal versuchen, aus wieder auf unseren Sitzbeinhöckern hier gleichgewichtig auszurichten. Das Wichtige ist halt beim Sitzen, das sagt man ja oft, hört man ja oft, Sitzen ist so ungesund. Wenn ihr schon sitzt, dann ruhig gerne sich oft anders positionieren. Ja, dieses stille Sitzen, was einem immer in der Schule beigebracht wurde, ist gar nicht gut für unseren Rücken, für unseren Hüftbeuger, für unseren Beckenboden. Also ihr müsst nicht gleich zum Zappelphilipp mutieren, aber wenn ihr euch hier auf euren Sitzbeinhöckern bewegt und mal mit eurem Becken hin und her bewegt, ist das eine gute Maßnahme. Gut, also wir finden uns jetzt hier wieder in einer neutralen Sitzposition ein. Und jetzt wollen wir das mit der vorne Beugung mal versuchen, mit einer runden Kreisenbewegung zu kombinieren. Wir kreisen jetzt von mir aus gesehen über die rechte Seite, kommen nach links, nach vorne, zurück. Langer Rücken nach vorne, runder Rücken, wenn ihr zurückkommt. Und tatsächlich ist das jetzt eine wunderschöne Form des Beckenbodentrainings, des dynamischen Beckenbodentrainings, weil euer Becken sich hier nach vorne und zurück beugt, kippt. Und wir machen es nochmal zur anderen Seite. Rundet jetzt hier und kommt nach vorne. Wenn ihr euch hier zurücklehnt, ja, haltet euch an den Knien fest. Natürlich müsst ihr euch so nicht bewegen, wenn ihr gerade am Mittagstisch sitzt mit Kollegen und da gerade gemeinsam zu essen, gemeinsam zum Mittagessen sitzt. Ne? Aber wenn ihr alleine im Büro sitzt oder auch zu Hause, im Homeoffice, dann versucht doch mal hier so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Wir machen es mal hier zur einen Seite und zur anderen Seite. Und jetzt hier nochmal die Schulter nach vorne. Genau. Hände hinten verschränken. Vorne langziehen. Ach, für die Schultern schön. Genau. Und nochmal die Beckenkippe. Auch im Sitzen. Leichtes Hohlkreuz. Schamel kippt nach vorne. Langer Rücken. Und wenn ihr hier in dieser Beckenkippe seid, ausatmen, anspannen, einatmen, Steißband zieht zurück, ist eine gute neutrale Sitzposition die, die sich in der Mitte befindet. Also, pendelt euch hier schön ein, gut das Gewicht auf beiden Sitzbeinhöckern verteilen. Und wenn ihr mehr über das dynamische Beckenbodentraining erfahren wollt, schaut in meinen Kanal, ihr könnt auch dynamisches Beckenbodentraining Suchfaktor eingeben oder abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr auch immer über alle Videos informiert. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ihr seht, auch im Sitzen kann man sich ein gutes Körpergefühl geben. Alles für ein gutes Körpergefühl hier bei mir auf meinem Kanal. Bis bald!